Alles Gute zum Geburtstag. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Heute ist mein Geburtstag. Wir haben einiges noch zu tun zu meinem Geburtstag. Wir haben jetzt schon fast 16 Uhr. Das Wetter ist noch gut, das Wetter ist geil. Wir haben uns ausgeschlafen, wir haben schon reingefeiert gehabt. Ein bisschen viel Bier getrunken gehabt, ein bisschen viel Blödsinn gemacht und so ein Scheiß. Ein bisschen noch gesungen und sowas. Also ganz gute Zeit haben wir auf jeden Fall so meinen Geburtstag reingefeiert. Und ja, wir haben noch einiges zu legen. Wir müssen noch Zigaretten kaufen für Deutschland. Wir müssen tanken, wir müssen Auto waschen. Dann gehen wir Pizza essen, dann nehmen wir halt überall alle mit. Bis dahin. Wir sehen uns dann im Auto. Ins Auto waschen, dann fahren wir Kippen holen und dann gehen wir essen, dann gehen wir zum Friedhof. Bis auf das Friedhof zeige ich nur von außen, aber das drinnen muss ja nicht sein. Muss ja bis noch die Ehre behalten. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim Auto waschen. Bis dahin. Oh, jetzt sind wir bei der Autowäsche. Gehen wir Auto waschen? Ich dachte nur, dass ich kaputt sitze. Ist okay, kein dein Bier. So, wie viel brauchst du? Keine Ahnung. 10 für die erste. Machst du noch 5 rein? 5 Euro oder so mehr nicht. Ja, 5 Euro. Ja, das Auto ist dreckig, guck mal da. Ja, ich gebe dir jetzt 5 Slotti. Und die dürften eigentlich schon fast reichen. Sah was falsch aus, dass ich vom Bild verschwunden bin. Sass. Und nur noch 2 Slotti-Stücke. 1 Slotti-Stücke. So, Moment. Jetzt schmeiß mal den 5er rein. Wenn man den nicht leicht gemacht hat, das. So, Autowäsche. Muss da rein. Hast du die Reihenfolge, hast du da? Musst du mir nur ein bisschen zeigen, wie. Also, das ist das Wichtigste, ne? Erstmal hier Hochdruckreiniger quasi. Dann das kannst du skippen, das brauchst du nicht. Ja. Das kannst du nehmen und dann am Ende das da. Das kannst du zwar auch nehmen, aber das ist eigentlich unnötig für dich. Aber das würde ich genauso in der Reihenfolge machen. Und das machst du skip. 1, 2, 4. Wo? Hier unten. Oh, Entschuldigung. Taschenmuschi haben wir auch hier. Ja, und dann auswählen, dann geht's los. Jeder macht fest da runter. Gekauft. Das ist noch das Reste, was wir haben. Das machen wir jetzt beim Futter weg. Wir haben jetzt ungefähr um den dicken Daumen. Wie viel hast du gezahlt, Danny? Da haben wir ungefähr jetzt 1600, sagen wir mal 1700 Slotti haben wir jetzt ungefähr ausgegeben für die Kippen. Ja, also schon ganz fit. Ne? Und jetzt gehen wir noch entspannt mein Geburtstagsessen machen. Wir essen jetzt noch ganz entspannt Pizza und dann noch mal kurz zum Friedhof. Aber im Friedhof nehmen wir nicht mit, das muss ja nicht sein. Ne? Die Pizza wieder angekommen. Moin. Mahlzeit. Ein bisschen die View. Ich zeig's euch kurz mal. Richtig schön hier oben tatsächlich.
Echt geile Atmosphäre. Komplett, Leute, wir haben komplett Ruhe. Draußen auch nochmal komplett Ruhe, können wir ein bisschen Blödsinn labern. Das wird okay. Ja, dann warten wir so auf die Besteller, die Kellnerin. Und dann gibt's Essen. Dann sehen wir uns, wenn's Essen da ist. Bis gleich. Cringe. Das ist unsere Speisekarte, ganz viele Pizzen, die gönnen wir uns natürlich, also wir gönnen uns zwei, weil wir sind drei und eine reicht zu zweit komplett. Wir haben hier noch andere Getränke und so einen Spaß haben wir hier noch alles und die Jungs gönnen sich Bier und ich gönne mir auch Cola. Das ist schreien, dann schneidet irgendwann ein. Die Soßen haben wir auch schon da. Das ist sehr gut. Freut mich. Und dann kommen hoffentlich bald die Pizzen. Oh, die Pizzen sind da. Das ist jetzt einmal die Rucola. Das ist die Quattro Formaggi. Und ich würde sagen, wir leiben uns die jetzt erstmal ganz entspannt ein. Und jetzt kommt das Perverse dran. Jetzt kommt das Perverse. Vor allem den Rand da mit der Knoblauchsoße. Boah. Das ist der Schmilze. Mir läuft schon immer auf den Zaun. Ich krieg schon das Sauerland. Übel. Wird Besteck oder essen wir das richtig schön? Das kannst du essen, wie du möchtest. Ich esse richtig schön. Pizza ist immer wieder an, eigentlich. Das ist die Perversion. Die sie im Buch steht. Dann lassen wir uns das schmecken. Erste Feedback, Maxi. Ich kann sagen, Quattro Formaggi mit dieser Knoblauchsoße kommt anders. Danny? Mhm. Wir lassen es uns schmecken. So, nahe liegt der Restauranttester ist fertig. Wir haben die ganze Pizza verwirkt, unser Kollege. Beide Pizzen sind aber weg. Das ist das Resultat davon. Und ja, ich würde mal sagen, die Pizza war eine solide, ohne zu übertreiben, 9,5 von 10. Was würdest du sagen? 10 von 10. Knoblauchsoße mit 12 von 10. Also zur Information, wir hatten einmal eine Pizza Rucola quasi. Eine Caprese. Und eine Pizza Quattro Formaggi. Und die Quattro Formaggi hat mit der Knoblauchsoße bombastisch gut geschmeckt. Die Pizza mit Tomatensoße war die Quattro Formaggi jetzt nicht so geil. Aber eine Kombination mit beiden, was außergewöhnlich. Also aus meiner Sicht ist die Pizza eine 9 von 10, die Soßen sind eine 11 von 10 und das macht eine 10 von 10. 10 von 10. Ich sag, dieses Restaurant wird verlinkt. Ja, schaut am besten einfach mal unten in den Link rein, dann ist das Pizzeria hier auf jeden Fall verlinkt. Wenn ihr mal in Oppeln seid, gönnt ihr euch gerne mal, oder Neo Katowice oder sowas, dann könnt ihr gerne mal hierher kommen, kann ich echt nur empfehlen. Und wirklich, 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 wirklich gut gegessen. Ich bin sehr satt, ich bin sehr pappenvoll. Also. Und am Ende noch die Rechnung, wenn wir dann im Auto sehen. Ich werde es euch noch berichten. Aber an sich ein sehr günstiges Restaurant für die Qualität. Ich zitiere mich vor 5 Minuten, Digga. Jeder Italiener in Deutschland kann gegen diese Pizza einpacken gehen. Und zwar sofort. Die gehen alle pleite. Also falls wir auf einmal Restaurant aufmachen mit Polski Nalik oder sowas, dann wisst ihr, was für Pizzen und Essen es hier gibt. Wir sind dann im Auto. Resultat. Bis dahin. Lasst es euch schmecken. So, also wir sind jetzt vom Essen fertig. Wir sind zum Essen zurück. Wir können nicht mehr fahren, können nicht mehr laufen. Die anderen haben ein bisschen was Intus, ich noch nicht. Und wir fahren jetzt zum Friedhof. Da nehmen wir aber nicht mit. Wir sehen uns dann zu Hause zum Verabschieden. Ja. Bis dann in der Antenne. So, dann sind wir jetzt beim Friedhof angekommen. Aber wie gesagt, hier nehmen wir euch nicht mit. Wenn ich die Leute A nicht stören und B, ich glaube, das ist ein bisschen besser, wenn ich für mich bleibe. Ne? Hier die Kirche, sowas. Und dann gehen wir mal in den Friedhof rein. Wir sehen uns dann zu Hause. So, meine Freunde der Sonne, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben jetzt richtig stark und richtig gut gegessen. Ja, war richtig lecker, war richtig cool, haben den Tag richtig noch genossen miteinander. Ich habe nicht alles aufgenommen und das, was wir jetzt aufgenommen haben, war jetzt quasi mein Geburtstag und einmal Nalik, der Restauranttester. Wir waren jetzt zu dritt Restauranttester und bis auf mein Kollege, der eine, der kannte es ja schon, der andere war ja komplett Neuling und wir haben gute, positive Stimmen bekommen. Und wie gesagt, fürs Restaurant einfach mal gerne unten den Link abchecken, wenn ihr mal in Polen seid, gönnt euch, kann ich echt nur empfehlen. Wir sehen uns dann bei der Heimfahrt morgen erst wieder. Bis dahin bedanke ich mich wie immer fürs Reinschauen, reingehauen auf Wiederschauen und bye bye.